Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen guten Mittag. So einfach kann es doch nicht sein, seinen Seelenberuf zu entdecken, ihn zu leben und damit auch noch Geld zu verdienen. Wenn das so einfach wäre, dann würden das doch alle da draußen machen. Kennst du das? Kommt dir das bekannt vor? Wenn es so einfach wäre, dann würden das doch alle machen. So einfach kann es nicht sein. Und es kann schon gar nicht sein, dass ich damit noch gutes Geld verdiene. Das geht ja gar nicht. Darüber möchte ich mit dir mal ein bisschen sprechen. Das ist eine nette Prägung, ein netter Glaubenssatz, ein süßer Glaubenssatz, den wir da implementiert haben. Und der uns da natürlich in der Richtung unsere Lebenswirklichkeit im Außen erschafft. Lass uns das mal ein bisschen durchleuchten, was sicher ist, was wirklich sicher ist. Wir haben ja so alle die Prägung übergestülpt bekommen, Schulabschluss zu machen und uns dann eine Ausbildung zu suchen, einen Ausbildungsplatz oder ein Studium, um dann irgendwie mal was in der Hand zu haben, um mal was gelernt zu haben und um uns dann einfach ja einen sicheren Job zu suchen, wo wir Monat für Monat ein sicheres Einkommen haben. Das ist vor allem etwas, wo ich ja lange Jahre stolz drauf war. Öffentlicher Dienst, sichere Stelle, sicheres Einkommen, unkündbar nach einer Weile. Und weißt du, was daran sicher ist? Na ganz ehrlich, dass du Monat für Monat Summe X auf deinem Konto hast und nicht mehr. Du hast Monat für Monat Summe X auf deinem Konto und hast keine Chance, mal mehr Geld zu bekommen. Denn du bist ja in irgendeiner Gehaltsstufe in deinem Unternehmen drin, kriegst vielleicht einmal im Jahr eine tarifliche Gehaltserhöhung oder im öffentlichen Dienst, da gibt es ja diese BAT-Einstufungen. Ich weiß gar nicht nach vielen Jahren, nach wie vielen Jahren, ich glaube 7 oder 12 Jahren, keine Ahnung. Wirst du da mal hochgestuft oder alle 2 Jahre, glaube ich, nur hochgestuft? Ich weiß das alles schon gar nicht mehr so im Detail. Und das war's dann. Das war's dann. Das heißt, wenn du dir die Möglichkeit kreieren möchtest, wirklich mal mehr Geld in deinem Leben zu verdienen, wirklich mal so viel Geld auch zu verdienen, dass du dir dein Leben nach deinem eigenen Standard kreieren möchtest, dann kann das auf dem Weg nicht funktionieren. Oder du nimmst halt noch einen Nebenjob an, aber mehr als einen Nebenjob, wenn du sowieso schon Fulltime arbeitest, wird das auch schon schwierig sein. Und letzten Endes ist natürlich da auch ein Limit gesetzt. Denn im Angestelltenverhältnis, selbst in leitender Position, kannst du kaum über einen gewissen Betrag im Monat an Einkommen generieren. Das sind einfach ganz natürliche Grenzen gesetzt. Wenn du jetzt aber dein Ding machst, deinem Herzen folgst, wirklich selbstbestimmt lebst und ein System natürlich auch implementierst, und das ist möglich, dann hast du Monat für Monat ist selbst in der Hand, dir ein sicheres Einkommen zu generieren und zwar in der Größenordnung, wie du es gerne hättest. Denn dieses Thema selbstständig sein, da haben wir auch solche Prägungen, die dahinter sich verbergen, im Sinne von selbst und ständig und auch im Sinne von, dass das alles unsicher ist. Also mir hat kürzlich jemand gesagt, als ich so meinen Umsatz gepostet hatte, 58.000 Euro in 6 Wochen, ist ein Gespräch so bei rausgekommen. Naja, gut, das wird dann jetzt wohl so dein Jahreseinkommen gewesen sein. Da musst du gucken, wie du damit jetzt klarkommst im Jahr. Vielmehr ist ja dann immer möglich. Das sind alles Prägungen, die da in unserem Glaubenssystem aufgrund dem Mainstream einfach, aufgrund des Systems, das da noch einfach weit verbreitet ist, in uns gepflanzt worden. Also ein sicheres Einkommen kann ich nur mit einem sogenannten Brotjob verdienen. Und wenn ich meinem Seelenplan folge, wenn ich meinen Seelenberuf kreiere, also wenn ich
etwas Kunstvolles mache, was wirklich mir selbst entspricht, dann ist das brotlose Kunst. Da haben wir auch so dieses schöne Wort eingepflanzt bekommen. So. Und haben einfach auch so die Prägung in der Selbstständigkeit, in der üblichen Selbstständigkeit mag das auch so sein, dass es so ein Auf und Ab ist, dass ich mal gute Monate und mal schlechte Monate habe. Im Zeichen jetzt aber, hallo liebe Katharina, im Zeichen des jetzigen Internetzeitalters, in dem wir ja nun mal leben, und mit einem gewissen System, ist es möglich, dass du Monat für Monat dir eben einfach das Einkommen generierst, das du wirklich haben möchtest, auf eine leichte, einfache Art und Weise. Und zwar nicht unter dem Tenor selbst und ständig und auch nicht gefühlte 48 Stunden am Tag zu arbeiten. Denn wenn du das machst, was dir am Herzen liegt, deinen Seelenberuf entdeckt hast, dann arbeitest du sowieso nicht mehr, dann wirkst du, das ist Selbstverwirklichung. Natürlich geht es auch darum, dich dieser Geldenergie zu öffnen. Aber ich möchte jetzt einfach mal so ein bisschen damit aufräumen, dass du damit kein Geld verdienen kannst, mit den Beispielen, die ich eben genannt habe. Und jetzt, meine Liebe, lade ich dich dazu ein. Schau mal, das sind alles Glaubenssätze und Prägungen, die uns übergestülpt wurden. Also Ausbildung machen oder was zu studieren und sich dann eine Stelle zu suchen und sich mit Summe X jeden Monat zufrieden zu geben, dass das nur sicher ist. Wenn du dich in deinem Umfeld umschaust, wie viele Beispiele gibt es in deinem Umfeld, wo der Geschäftsführer gewechselt hat, die Firma plötzlich in Konkurs gegangen ist oder der Abteilungsleiter hat gewechselt und deine Nase gefällt plötzlich nicht mehr oder die Energien passen einfach nicht mehr? Wie schnell ist man denn da gekündigt? Nach dem Motto, ich weiß zwar nicht, wie wir auf sie verzichten sollen nach 10, 15 Jahren, aber wir versuchen es ab nächsten Monat oder ab nächsten Quartal mal. Da hast du bestimmt auch Beispiele aus deinem Umfeld. Aber wenn du jetzt dein Ding machst und dich von diesen ganzen Glaubenssätzen wirklich mal löst und andere Glaubenssätze in deinem Gehirn hier verankerst, was sendest du denn dann aus? Wir erschaffen uns doch nun mal mit unserem Köpfchen, mit unseren Gedanken, mit dem, was wir aussenden, unsere Lebenswirklichkeit im Außen. Was hast du denn dann? Ein sicheres Einkommen in der Höhe, wie du es wirklich möchtest, weil du es einfach selbst ganz sicher in der Hand hast, weil du einfach ins Handeln kommen kannst, weil du selbst mit der entsprechend mentalen Ausrichtung dein Ding machst, das aussendest und dir so ein sicheres, stabiles Einkommen generierst. Und jetzt stell dir doch mal bitte vor, so wie der Mainstream jetzt denkt, so wie diese Schleier über uns gelegt wurden, dass wir da irgendwo für andere einen Brotjob machen müssen. Ich nenne es jetzt mal ein bisschen radikal Brotjob. Also Dinge machen müssen den ganzen Monat, das ganze Leben lang bis zur Rente, wo wir uns mit arrangieren, wo wir uns nicht wirklich bei wohlfühlen, was wir wirklich nur machen des Geldes wegen, damit am Monatsende Summe X auf dem Konto erscheint und wir unser Lebensstandard so eben halten können oder uns kreieren können. Aber letzten Endes Lebensstandard erhalten ist, glaube ich, der bessere Ausdruck, als wirklich unser Traumleben uns zu kreieren. Weil ich höre es ständig von Menschen, ich würde eigentlich viel lieber gern ganz frei sein, würde mir gerne schöne Orte auf dieser Welt hier anschauen, würde gerne reisen, ja, würde mich einfach gerne dort aufhalten, wo es uns gerade gefällt oder würde mir gerne mein Traumhaus einfach irgendwo hinstellen oder was auch immer. Da gibt es ja so viele andere Varianten, von denen wir träumen. Aber wie schaut die Realität aus? Wir arrangieren uns mit dem Leben, wenn wir ehrlich sind zu uns selbst. Und jetzt stell dir mal vor, nicht das, was uns bislang übergestülpt wurde, mit unserem Schulsystem und danach, sondern es wäre uns was anderes übergestülpt worden, nämlich lausch auf dein Herz, mach genau das nach der Schule, was dir am Herzen liegt. Lausch in dich hinein, das ist das Wichtigste, was du machen kannst, die leise Sprache deiner Seele zu verstehen und genau zu verstehen und herauszufinden nach der Schule, was genau dein Ding ist, mit welcher Botschaft du hierher gekommen bist.
was deine Seele sich mal vorgenommen hat, als sie sich diese Familie hier ausgesucht hat und aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt ist, um es mal so auszudrücken. Stell dir mal vor, das wäre uns allen übergestülpt worden. Und nur damit kannst du ganz sicher dein Leben gestalten, dir deinen Lebensunterhalt bestreiten oder vielmehr kreieren. Das ist ja kein Bestreiten, sondern dir dein Leben so zu gestalten, wie es dir entspricht. Stell dir mal vor, das würde, wäre uns allen eingepflanzt worden. Bitte mal nur für eine halbe Minute. Wie seltsam würde es dann klingen, wenn ich dir jetzt sagen würde oder jemand anderes dir sagen würde, hey, geh zu irgendeiner Firma, bewirb dich dort, schau, dass du morgens um 8 Uhr am Schreibtisch hockst, dass du bis 4 Uhr dort ausharrst, dass du 30 Tage im Jahr Urlaub hast, wo du einfach mal guckst und sparst, was du da in diesen 30 Tagen da machen willst, wo du hinreisen willst. Das ist sicher. Das würde doch seltsam für deine Ohren dann klingen, oder? Ich möchte ja damit jetzt einfach nur mal bewusst machen, was uns allen eingepflanzt wurde und wie wir mit diesem Glauben uns unsere Lebenswirklichkeit im Außen erschaffen. Und dann denken, ja, so einfach kann es doch nicht sein, dann würden das doch alle machen. Und, das ist so eine absolute deutsche Mentalität eben auch. Stell dir das bitte mal vor, nur mal zum Bewusstmachen. Ich möchte dich damit wirklich mal wachrütteln, dass du mal beginnst, anders zu denken, dass du mal beginnst, dich vom Mainstream zu lösen, dass du mal ein bisschen mehr Vertrauen da in dich selbst wieder gewinnst. Und dass du dich den Möglichkeiten öffnest, die wirklich da sind, auch für dich. Hilke, ach, das ist eine schöne Vorstellung, uns wäre übergestülpt worden, auf die Seele zu hören. Genau. Genau. Also, ich glaube, ich konnte dir damit jetzt mal so ein bisschen die Augen öffnen und hoffe, dass ich damit ein bisschen dein Herz auch kreieren konnte. Hilke, du bist ja schon auf einem wunderbaren anderen neuen Weg. Aber viele andere hier in der Gruppe, die das einfach immer noch anzweifeln. Denke ich, mit diesem Beispiel konnte ich dich doch ein bisschen wachrütteln, dir vorzustellen, uns wäre genau das Gegenteil von dem übergestülpt worden. Und dann wird jemand daherkommen und wird sagen, sucht er irgendwo einen Job bei einer anderen Firma, hock von morgens 8 bis um 5 am Schreibtisch oder keine Ahnung, steh irgendwo hinter der Theke oder keine Ahnung, mach was für andere, arrangier dich mit deinem Leben. Wie seltsam würde das dann für unsere Ohren klingen. Mein tiefster Wunsch ist es, dass es irgendwann so kommt, dass das total switcht. Das ist mein tiefster Wunsch. Und das ist auch mit meiner Motivation hier, dich zu begleiten und die Menschen wachzurütteln, wie dich, die du hier in der Gruppe bist und auf der Suche bist und so ansatzweise in dir fühlst, ja, ich würde mich gerne von dem Mainstream lösen, ich würde gerne mein eigenes Ding machen. Und lass uns das gemeinsam anpacken, dass irgendwann der Zeitpunkt, wenn es vielleicht für unsere Generation nicht mehr möglich ist, aber dass wir ein Fünkchen gesetzt haben, der zu einer großen Flamme wird, dass zumindest unsere Kinder und Kindeskinder das übergestülpt bekommen, auf ihr Herz zu lauschen. Und dass es für deren Ohren irgendwann seltsam klingen würde, wenn jemand kommt und sagt, such dir irgendwo was und verbieg dich und arrangier dich mit deinem Leben. Dass unsere Kinder und Kindeskinder damit einfach mal, unsere Nachfahren, so dafür sorgen, für eine andere Welt, für ein glückliches Miteinander, weil dann jeder im Einklang mit sich selbst ist. Weil jeder, wenn er im Einklang mit sich selbst ist, weil das dann auch ein großer Beitrag zum Frieden, zum Weltfrieden sein kann und zu einem achtsameren Umgang mit Mutter Erde im Hinblick auf soziale Projekte, wo es eine Vielzahl von Dingen gibt, die da einfach noch im Argen liegen, die es zu lösen gilt, die es zu unterstützen gilt. Du weißt, was ich meine. Okay, ganz liebe Umarmung, bis ganz bald. Tschüss.